Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 3. Wir sind immer noch in Graditch. Und wie man sieht, greifen uns nach wie vor Feuerameisen an. Was war das jetzt? Ein Arbeiter wieder. Na, die sind harmloser. So, was haben wir hier? Kaputte Autos. Wir sind auf der Suche nach Ryan Wilkes, heißt er, glaube ich. Der Junge. Nach seinem Haus und seinem Vater. Ich vermute mal, das wird bestimmt hier in der Straße sein. Ich würde jetzt mal vermuten, dass, wenn wir das Haus finden, der Vater höchstwahrscheinlich tot ist. Oder sich irgendwo versteckt hat. Das könnte natürlich auch sein. Ach, hier war ich, glaube ich, schon drin, oder? Nee, war ich nicht. Oder? Nee, da drüben war ich drin. Dann gehe ich hier nochmal eben nach oben. Eine Couch. Ein Bett fände ich total knorke. Dass ich mich mal heilen könnte, weil diese Feuerameisen echt gemein sind. Ganz fies und böse und gemein sind die. So. Wie mache ich das jetzt hier am besten systematisch? Hier war ich, glaube ich, schon drin. Ja. Dann schaue ich mir kurz diesen Häuserblock hier an. So. Na, hier bin ich ja auch schon lang gelaufen. Gehe ich um das Haus hier rum. Da kann man auch nicht rein. Aber hier kann man rein. Okay, hier komme ich wieder zwischen den Häusern raus. Hier ist nichts. Was ist denn das für ein Raum da? Das sollten bestimmt mal Toiletten sein. Als was anderes macht der Raum keinen Sinn. War ich hier nicht eben? Ich glaube, ich mache schon wieder alles doppelt und dreifach über und übersehe dabei... Da ist was Rotes. Und übersehe dabei irgendwas anderes bestimmt. Was haben wir hier? Hier ist dunkel. Da können wir auch nicht rein. Schade, schade. So, um das Haus sind wir, glaube ich, auch schon einmal rumgerannt. Und hier konnte man vermutlich auch nicht rein. Was? Ich sehe überhaupt nichts. Dass die aber auch alle Feuer spucken können. Wenn das jetzt wenigstens nur die Krieger oder was das war. Wenn das nur die Krieger oder nur die Soldaten könnten. Aber nein, selbst die kleinen Arbeiter. Rösten einen. So, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Wo kam ich denn jetzt her? Von da drüben kam ich her. Ich laufe quasi einmal außen um Graditch herum. Okay. Ich laufe doch nicht außen um Graditch herum. Oh, da sind ganz viele rote Punkte. Oh, Leute. Einfach mal in den Schrotthaufen spielen. Ich sehe nämlich eigentlich gar nichts. Doch, da war was. Einfach nur auf die Quelle des Feuers feuern. Oh, ganz viele rote Punkte. Da unten. Rot, 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 rot. Na super. Wie ich mich freue. Ich suche hier noch irgendwie nach einem versteckten Schatz. Das wären irgendwie gute Plätze. Hier irgendwo, wo einer seine ganzen Habseligkeiten vielleicht versteckt hat. Oh oh, die Musik ändert sich. Warum ändert sich die Musik? Wenn die Musik sich ändert, ist das niemals gut. Oder nur in seltenen Fällen. Und hier bedeutet es meistens, dass mich irgendetwas töten möchte.
So. Irgendwas ist hier. Also ich kann mir auch schon denken, was es ist. Es wird eine Feuerameise sein. Die Frage ist nur, welcher Größe? Da. Großer Größe, natürlich. Obwohl, ich glaube, die Soldaten haben so mittlere Größe. Nein! Gleich habe ich überhaupt keine Munition mehr. Ach, da kommt das nächste Viech. Ja, jetzt habe ich hier auch keine Munition mehr. So langsam gehen mir die Optionen aus. Oh, ich korrigiere. Mir sind die Optionen ausgegangen. Bis auf die Magnum mit Zielvorrichtung. Habe ich keine Munition mehr. Ich könnte es mit einer Powerfaust versuchen. Allerdings wäre es viel praktischer, wenn ich nicht feuerempfindlich wäre. Ja, da habe ich ja Erfolgsaussichten. Und wieder heilen. Meine ganzen Stimpaks gehen drauf hier. Bei den scheiß Ameisen. Ich kann mich auch nicht mal anschleichen. Alter, mit bloßen Händen. Beziehungsweise Powerhouse. Was? Da höre ich doch schon wieder was. Ja, war ja klar. Können die ganze Zeit Feuer strecken? Müssen die nicht irgendwie ihren Angriff aufladen oder sowas? Müsste da nicht irgendwie mal so eine Drüse leer sein? Wo ich dann die Gelegenheit habe, mal schnell darauf zuzurennen. Wo ist die jetzt hin? Da hinten. Da bewegt sich auf jeden Fall was. Ach, schade. Ich hatte gehofft, hinter dem Ding da in Deckung gehen zu können. Wow. Aber das ist schon eine coole Nahkampfwaffe. Da kann man mal ordentlich mit zusemmeln. So, hier haben wir einen Spielplatz. Aber sonst nichts Interessantes mehr. So. Hier kann man auch wieder rein. Nein. Das nächste Viech. Ist die clever genug, mir hinterherzukommen und hier hochzukommen? Ich will es gar nicht wissen. Ah, hier ist eine intakte Haustür. Ein verlassenes Heim. Das könnte natürlich das von dem Jungen sein. Da gucken wir gleich mal rein. Aber erstmal schaue ich mich noch drumherum. So ist das gut. Wenn die mich gar nicht richtig ankommen sehen, dann funktioniert das auch. Aber an für sich ist die Nahkampfwaffe im Fall von Feuerameisen nicht das geeignete Insektenabwehrmittel. Ich könnte natürlich auch versuchen, ob dieser vergiftete Abwehrstick da auch bei Ameisen funktioniert. Das sind ja alles irgendwie Schädlinge oder so. Aber hier gibt es auch keine coolen Sachen mehr. Ich hätte ja mal gerne oben irgendwie was liegen können, irgendwas Cooles.
Na, wo ist sie? Ich sehe doch was Rotes. Auf dem Radar. Da ist sie. Ja, komm. Ach, verdammt. Ja, so ein Maschendrahtzaun ist nicht die beste Abwehr gegen Feuer. Also, wenn man die von hinten angreift, geht's. So. Achso, da war das verlassene Haus. Da gucken wir gleich rein. Jetzt muss ich noch gerade diesen Häuserblock hier kurz anschauen gehen. Oh, hier ist zu. Hier kann man noch schnell rein. Aber auch hier ist nichts Interessantes. Schade, schade. Ach, schau mal, da können wir ja auch was trinken. Das mache ich einfach mal, um mich zu heilen. Ja, so ein bisschen Verseuchung. Bisschen Schwund ist immer. Hier ist auch noch auch ein verlassenes Heim. Oder war das das gleiche? Habe ich mich jetzt schon wieder vertan? Was? Wo war ich denn eben? Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Sonst weiß ich gleich gar nicht mehr, wo ich war und wo ich noch hingucken muss. Hallo? Aschenbecher, Schachtelzigaretten. Vater von Brian, also auf jeden Fall scheint hier ein Kind zu wohnen oder gewohnt zu haben. Hier liegen mal wieder jede Menge Flaschen und Dosen und sowas alles auf dem Boden. Die sammle ich dann im Off wieder alle ein. Oh, eine Waffe. Eine Jagdflinte. Ich hoffe, da war auch Munition dabei. Ohne bringt's nämlich nicht so viel. Was ist das? Psycho. Flaschen. Ist das ein Hammer? Ja, tatsächlich. Radio. So, ist hier jemand? Gut, eigentlich dürfte hier ja niemand sein, wenn da verlassenes Heim stand. Aber hey. Was? Kein Erste-Hilfe-Kasten im Bad? So, dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht gibt es hier ein Bett. Es gibt ein Bett. Und ich kann sogar drin schlafen. Das ist ja super. Stange Zigaretten haben wir hier noch. Ah, Erste-Hilfe-Kasten. Blutpaket, schmutziges Wasser und Stimpak. Perfekt. Vor allem die Sache mit den Blutpaketen. Die bringen uns ja tatsächlich was. Okay, wenigstens mal wieder ein bisschen Munition. Obwohl das im Prinzip mit der Powerfaust ganz gut funktioniert. Okay, ich kann mir schon mal merken, hier kann ich schlafen nachher. Und hier muss ich halt noch ein paar Sachen einsammeln. Schön, jetzt ist es auch hell. Vielleicht finde ich mich jetzt besser zurecht. Sicher bin ich mir da natürlich nicht. Ich meine, genau, das verlassene Heim war auf der anderen Seite. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich glaube, das hier ist die Rückseite oder so. Wahrscheinlich. So, war das nicht hier irgendwo? Ja, da. Noch ein verlassenes Heim.
Hallo. Schachtel Zigaretten und Mentats. Ajebeja. Sieht's auch schon wieder unheimlich aus, finde ich. Ah, ich hatte schon wieder das Licht nicht an. Und schon ist es viel weniger unheimlich. Menge Zeug sind das. Nee, das ist Abraxo. Ich dachte schon, das könnten ja Zuckerbomben sein. Oh, hier. Fast dran vorbeigelaufen. Zwei Stimpaks. Blutpaket und Red Away. Sehr gut. Lohnt sich immer mal so ein Abstecher. Aha. 10 mm Pistole. Ein Billardkö. Kann ich den eigentlich auch als Waffe benutzen? Müsste ich mal schauen. Was haben wir hier? Pistolen und Patronen. Perfekt. Da können wir bestimmt unser Schießen irgendwie verbessern. Kleine Waffen oder sowas. Ja, korrekt. Kleine Waffen. Herrlich. Hat sich schon wieder gelohnt, sich ein bisschen umzuschauen. Lohnt sich sowieso immer. Lohnt sich prinzipiell auch hier in dem Bett können wir schlafen. Perfekt. Was liegt da unten drin? Vorkriegsgeld. Medics. Noch mehr Vorkriegsgeld, das die hier gehortet hatten. Und Jet. So, nee, ich wollte nicht ins Bett. Hier, das Geld. Und Medics. Und im Schrank finden wir Haarklammern. Sehr gut. Und Whisky. So, das macht schon mal zwei verlassene Heime, die ich im Off durchsuchen werde nochmal. Also das ganze leere Zeug einsammeln und so. Hier geht's weiter. Brandices Haus. Brandices, Brandices. Okay. Und hier war ich auf der Ecke schon. Achso, doch, ich glaube, hier war ich auch schon oben. Naja. Und dann haben wir da drüben noch einen Schuppen. Und hier haben wir auch noch ein Haus. Ach, Wilkes Haus. Okay, das ist das Haus von Ryan Wilkes. Was meinte der denn für ein Schild, das im Boden steckt? Meint er das Stoppschild? Das Stoppschild steht auch nicht viel anders. Na. Okay, wir haben also hier noch einen Schuppen. Da haben wir das Haus, in das wir eigentlich sollen. Und hier drüben, da haben wir noch ein Haus. Achso, hier hätte ich mir sparen können, reinzuschauen. Also noch drei Gebäude, die wir auf jeden Fall untersuchen müssen. Und den Bereich hier eigentlich auch. Ach, fuck it. Nein! Riesenameise, Riesenameise, Riesenameise. Kommt man nicht so schnell drumrum. Oh, ganz knapp. Und da hinten kommt schon die nächste. Nein. Ameisenfleisch. Blutpakete. Da kommt schon das nächste angekrabbelt. Ich sehe es schon. Aber zum Glück noch klein. Aber spuckt genauso Feuer. Boah. Kann ich mit zu dem Jungen da rein in die Litfaßsäule da? In den Mini-Bunker. Ist da draußen jemand? Hallo? Mach mal Platz. So, hier sind wir in Sicherheit. Hier. Haben Sie Neuigkeiten? Nein, habe ich nicht. Ich wollte mich nur in Sicherheit bringen. Lass die Tür zu, Junge. Sonst knall ich dir eine.
So, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir werden in der nächsten Folge natürlich Graditch weiter untersuchen. Die drei Häuser, in die wir noch gehen müssen. Wahrscheinlich wieder mit etlichen Feuerameisen kämpfen. Und ja, den Vater des Jungen finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal.